Hallo euch allen, hier ist Giovanni. Ich möchte euch kurz erklären, wie ihr demnächst in der Jugendfreizeitstätte die Jugendfreizeitstätte oder Angebote der Jugendfreizeitstätte buchen könnt. Dazu öffnet ihr erstmal in eurem Browser, in unserem Fall ist das Safari, ein neues Fenster. Dort gebt ihr die Adresse ein: www.jfs-sesen.de/buchen und drückt Enter. Herzlich willkommen auf unserer Internetseite und auf der Seite, wo ihr ein Angebot oder die JFS buchen könnt. Dazu lest ihr euch einfach bitte alles einmal durch, wie das Buchungsverfahren funktioniert, und schaut dann in den Buchungskalender bzw. bucht euer Angebot im Buchungskalender. Ihr könnt euch entscheiden zwischen JFS Play, der Nutzung der JFS, JFS Talk, das ist ein Zoom-Meeting mit uns, das jeden Mittwoch stattfindet, oder JFS Work, die Nutzung einer Workstation, also falls ihr zum Beispiel Hausaufgaben oder ein Referat machen müsst. Ich entscheide mich in meinem Fall für JFS Play. Jetzt sucht ihr ein Datum aus, klickt dort drauf, seht, dass noch 10 Plätze frei sind, klickt auf Weiter und tragt euren Vornamen, Nachnamen, eure Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse ein. Das macht ihr, damit wir wissen, wer von euch bei uns erscheint. Und im Notfall können wir euch telefonisch erreichen oder per E-Mail irgendwas Nettes noch schreiben. Und noch auf Buchung abschließen klicken. So, ihr habt es geschafft. Ihr könnt jetzt euren Termin natürlich noch stornieren, verschieben. Wir würden euch darum bitten, euch genau durchzulesen, was man in der JFS beachten muss, wenn ihr zu uns kommt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euren Termin zu eurem iCall oder Outlook oder zu Google hinzufügen. Super! Ihr habt somit euren Termin in der JFS gebucht. Also, bis demnächst in der JFS.